Hallo, wir sind jetzt im Café Maggie von Gangway. Hier ist Tillmann Plötzen, Aufbau von Gangway. Was ist Gangway? Was macht ihr hier? Ja, wir sind Straßensozialarbeiter hier in Berlin, arbeiten schwerpunktmäßig mit Jugendlichen, haben aber auch Teams, die mit Erwachsenen, Obdachlosen arbeiten und Spezialteams, die so Berufsorientierung oder Knastarbeit machen. Und wir gehen im Prinzip dorthin, wo die Adressatinnen sich befinden. Das heißt, die Leute müssen nicht zwingend zu uns kommen, sondern wir besuchen sie dort, wo sie leben oder vielleicht auch inhaftiert sind und unterstützen sie dort mit uns an allen unseren Möglichkeiten. Jetzt für euch, aber auch für die Jugendlichen, was bedeutet da selbstbestimmtes Leben? Was sind da die Sachen, die die antreibt oder was würden die damit verbinden? Selbstbestimmtes Leben für Jugendliche heißt, dass sie eine Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, wo sie leben wollen, wie sie leben wollen, auch welchen Bildungsweg sie vielleicht einschlagen wollen. Wir haben auch viele Jugendliche, die in einer Phase ihres Lebens zum Beispiel ihre Schulausbildung nicht so gemacht haben, wie man sich es vielleicht klassischerweise vorstellt. Von daher sind wir immer sehr stark daran interessiert, dass Jugendliche, die irgendwann auf die Idee kommen, ich brauche doch nochmal eine Bildung, die Bildung zu kriegen, die sie brauchen. Also da gibt es dann auch Projekte, sowas wie das Street College zum Beispiel, wo wir alternative Bildungswege anbieten, wo man auch sagen kann, ich habe Interesse, das und das zu lernen. Und wir dann sagen, okay, wenn hier 3, 4 Leute dieses Interesse haben, dann suchen wir jemanden, der ihnen diese Bildung vermittelt, die sie brauchen zum Beispiel. Und ansonsten ist selbstbestimmtes Leben für uns, dass Jugendliche Freiräume haben. Das heißt, da kämpfen wir viel für, aber ganz viel auch mit Jugendlichen, dass es Freiräume in dieser Stadt gibt, sei es auf öffentlichen Plätzen, sei es auch in öffentlichen Räumen, sei es auf Geländen, die man vielleicht brachen oder sonst was, die man einfach frei nutzen kann. Und dort haben wir halt die Erfahrung gesammelt, wenn man Vertrauen hat in die Jugend und den Jugendlichen das zur Verfügung geht, stellt, dass die sehr wohl in der Lage sind, diese Freiheit und auch dieses Vertrauen zu nutzen und grandiose Projekte ins Leben zu rufen. Und das ist immer was uns, wofür unser Herz schlägt sozusagen. Jetzt komme ich als Politiker vorbei, durfte sehr viel Impressionen schon von euch mitnehmen. Was wäre jetzt eure so zentrale Forderungen an uns oder an die Grünen oder an die Berliner Politik, was ihr euch wünschen würdet, dass wir das umsetzen, damit das besser funktioniert mit dem selbstbestimmten Leben? Ja, was natürlich die großen Aufgaben wären, wäre sowas wie die Hartz-IV-Gesetzgebung zu ändern, dass zum Beispiel Jugendliche, die in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften leben, die Möglichkeit haben, auch unter 25 Jahren sich ein eigenes Leben aufzubauen und nicht gezwungenermaßen bei den Eltern wohnen bleiben müssen oder in der Bedarfsgemeinschaft wohnen bleiben müssen. Was eine ganz große Forderung der Jugendlichen ist, mehr Wohnraum zu schaffen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Hürden zu senken, dass Jugendliche auch wirklich Wohnraum finden. Es geht bis hinein ins Hilfesystem, dass zum Beispiel betreute Wohnformen auch keine Möglichkeit mehr haben, Trägerwohnungen anzumieten, dass man Jugendlichen helfen kann, beziehungsweise dass Jugendliche, die in der Einrichtung sind, auch eine Möglichkeit haben, wenn sie soweit sind, aus der Einrichtung auszuziehen in eine eigene Wohnung. Das ist eines der zentralen Dinge, weil an einem eigenen Wohnraum einfach eine Basis geknüpft ist, arbeiten gehen zu können, sich frei zu entwickeln zu können und selbstbestimmt leben zu können. Das ist eines der hauptsächlichen Dinge. Ansonsten ist es für uns ganz wichtig, Mobilität, dass Jugendliche mit möglichst geringem finanziellen Aufwand sich in dieser großen Stadt frei bewegen können und eben nicht in ihrem Kiez festsitzen, weil sie sich das Ticket in die Innenstadt nicht leisten können. Und ansonsten ist Politik, glaube ich, immer, wie soll ich sagen, schneid mal nachher raus. Hatte ich gerade noch einen anderen Gedanken. Fällt mir gerade nicht ein. Nehmen wir gerne mit. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Danke für die tollen Impressionen und noch viel Kraft für die weitere Zeit. Werden wir haben. Danke. Danke auch.